Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist das schon? Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier um 20 Uhr heute Vormittag gab es schon das erste FIFA Mobile Video. Nämlich, da haben wir ein paar Dwarf Challenges geballert. Könnt ihr sehr gerne auschecken. Des weiteren Stream-Highlights-Video, wie ich gegen einen Hacker gespielt habe, oder gegen zwei Hacker sogar, könnt ihr auch sehr gerne abchecken, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt oder unten in den Kommentaren pinne ich euch das Video auch nochmal an, Stream-Highlights, ja, das FIFA-Mobile-Spiel gegen einen Hacker, no joke, true story. Leute, vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare, für die ganzen Vorschläge. Der Top-Kommentar kam vom Game Pro Playboy. Mit über 50 Likes, ihr wolltet eine schöne Buy for Sky Challenge sehen. Und ich mache das erste Mal die Buy for Sky Challenge mit allen drei Stürmern. Habe ich mir heute überlegt. Ich kaufe mir einen linken Flügelspieler, ich kaufe mir einen Stürmer, ich kaufe mir einen rechten Flügelspieler. Und ich muss mit diesen drei Spielern insgesamt dann, ich glaube, wir standen bei 18 Toren. 18 Tore müssen wir schaffen mit diesen drei Spielern. Das heißt, ich muss nicht nur mit einem Stürmer 18 Tore machen, sondern die Tore, wenn jetzt der linke Flügelspieler 5 macht, der Stürmer macht 5 und der rechte Flügelspieler macht 8, dann habe ich die Challenge geschafft. Aber die Tore von Cunha, Beckham, Schweinsteiger zählen, nicht nur der komplette Sturm. Das habe ich mir heute überlegt. Des Weiteren hatte ich ja gestern in der 20 Uhr Folge gesagt, dass ich am Dienstag Livestream werde. Ich hatte aber nicht auf dem Schirm, dass englische Woche ist. Was absolut geil ist, Bundesliga unter der Woche, was gibt's Geileres? Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht Dienstag streamen, sondern ich stream doch morgen am Montagabend. Und wir werden dann wieder, also ich werde eure Teams bewerten, wir werden ein bisschen so FIFA Mobile daddeln, weil am Dienstag kommt ein neues Event und das neue Event gucken wir uns dann quasi Mittwoch in der 20 Uhr Folge an. Oder Mittwoch in einem extra Video, müssen wir mal gucken, müssen wir mal reinschnuckern, was das überhaupt ist für ein Event. Ich denke, dass es so Top-Transfer sein wird und Team des Jahres, das steht jetzt im Raum, vielleicht kommt das Team des Jahres erst am Freitag raus, am 22.01., vielleicht sogar erst übernächste Woche, irgendwie am 25.01. oder am 26.01. Es bleibt abzuwarten. Ich halte euch auf dem Laufenden wegen dem 12-Stunden-Stream. Vielleicht müssen wir uns was anderes überlegen. Also, ich habe absolut Bock auf einen 12-Stunden-Livestream. Aber unter der Woche werde ich den 12-Stunden-Livestream nicht machen, weil ich halt auch quasi noch normal arbeite, weil ich noch einen normalen Job habe. Deswegen kann ich einen 12-Stunden-Livestream nicht unter der Woche machen. Deswegen müssen wir es aufs Wochenende schieben. Und ich weiß halt nicht, ob nächste Woche schon das Team des Jahres rauskommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe nicht auf die Freundschaftsliste gefettfingert. Ich gehe rein in den Transfermarkt. Und ich mache das Ganze folgendermaßen. Lass uns mal 85 mindestens einstellen. Ich habe die Münzen, Jungs. Ich habe die Münzen. Das heißt, wir könnten uns auch einen teuren Spieler holen. Ich starte mit einem linken Flügel. 85. Und wir kaufen uns den ersten Spieler. Und das ist Orsic. Orsic ist der erste Spieler. Und der ist sogar richtig gut. Also der hat so gute Stats, ne? Huch. Wie wird denn der geschrieben? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach nur Ohr. Und dann sollte er wahrscheinlich kommen, weil ich denke mal, dass ich den auch noch günstiger bekomme. Hier 169k. Locker flockig, saftig, knaftig. Einfach mal reingehauen. Ich würde sagen, Leute, wenn wir die Challenge nicht schaffen, weil münzentechnisch tut es mir nicht weh. Wenn ich die Challenge heute nicht schaffe, gibt es morgen im Livestream endlich ja mal wieder eine Verlosung. Da steht ja auch bald der neue Orsic ist sogar schneller als Ronaldo. Es steht ja auch bald der neue Star Pass an. Deswegen würde ich sagen, verlose ich einen Star Pass dann morgen im Livestream. Also wenn ich die Challenge heute nicht schaffen sollte, seid auf jeden Fall morgen im Livestream dabei. Da gibt es eine Google Play Store Karte, sage ich mal, zu gewinnen. Das nächste Gewinnspiel allgemein wird zum Team des Jahres kommen. Sollte ich heute die Challenge schaffen, dann werde ich aber trotzdem zum Team des Jahres sicherlich einige Gewinnspiele raussauen. Auch natürlich live. So, Münzen gehen weg. Stürmer habe ich eingestellt. 85 plus. Let's go. Und der Stürmer wird auch einen Kältespieler. Wondolowski. Der ist jetzt nicht... Ach du Heilige. Wondolowski hat 62 Tempo. Ach du Heilige Maria Josef. Das kannst du dir nicht ausdenken, oder? 62 Tempo. Und der kostet über 200.000, wieso? Den gab es, glaube ich, nur im Shop in diesem Pack, ne? Und deswegen ist er mehr wert. Also ein bisschen mehr wert. 296.000. Zahle ich jetzt hier für so einen US-Amerikaner mit 62 Tempo. Oh, damit bin ich gar nicht zufrieden. Rechter Flügel. Ich hoffe, dass da jetzt ein geilerer Spieler kommt. Rechter Flügel. Riyad Mahrez. Oh, stellt euch mal vor, einen Lukas. Stellt euch mal vor, einen Lukas. Einen Götze am Start hier. Ein Adama Traoré wäre Sache. Ein Castellero, ja moin.
Huch, stellt euch vor, wir kriegen einfach einen 98er Castellero. Aber jetzt Riyad Mahrez in Form. Ist in Ordnung, ich finde aber am besten Orsic. Am schlechtesten unseren Stürmer. Aber ich denke mal, das könnt ihr auch selbst einordnen. Ich denke mal, ihr habt die gleiche Einordnung wie ich. Oder wahrscheinlich gibt es auch einige, die einen Mahrez jetzt am geilsten finden. Riyad Mahrez ist auch gut, ja. Aber ich finde trotzdem Orsic irgendwie geiler. 320.000 zahle ich jetzt für ihn. Er ist jetzt auch nicht der Schnellste, ne? Hat wie viel Tempo? 88 Tempo. Ist aber natürlich deutlich schneller als einen Wondolowski. Und man muss ja auch mitbedenken, durch das Downgrade jetzt hier, habe ich auch schlechtere Karten, sage ich mal. Wo ist Wondolowski? Ja, der ist gar nicht da. 85? Ach, da hinten ist er. Wieso hat er sich da hinten versteckt? Wondolowski im Stürmchen. Und vorne rechts Riyad Mahrez. So, 115 habe ich dadurch jetzt nur noch, ne? Und ich habe ja 1,1 Millionen Fans, also sollte man das nicht auf die einfache, wie sagt man, auf die einfache Schulter nehmen. 3 Spiele, 18 Tore. 3 Spiele, 18 Tore. Ich gehe rein ins erste Match. Drückt mir die Däumchen, Jungs. Drückt mir die Däumchen. Und der erste Gegner hat 113. Dream Team. F5 Gaming. F5 Gaming hört sich an, so wie ein E-Sport-Team. Leute, ich mache auch PT Gaming. PT Pax Raider Gaming. Yeah. Huch. Null. Stell dir mal vor, irgendwie in den nächsten Jahren kommt wirklich FIFA Mobile E-Sport. Ich bin da ganz oben dabei. Ich sag's euch. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Mahrez. Und das ist Cunha. Das Tor zählt nicht. Das war Cunha. Und Leute, ich muss ganz dringend, ich muss aufpassen, ne? Weil ich darf die Tore von Cunha natürlich nicht mitzählen. So, das ist Wondolowski. Wenn er den reinmacht, ist es das erste. Erstes Tor. Erstes Tor, das ist Beckham. Mann. Ja, Beckham, Elfmeter zählt natürlich auch nicht. Cunha, weg damit, Cunhachen. So, nächste Chance, Cunha. Muss ich rüberspielen auf Mahrez, spiele ich rüber und zack, das ist das zweite. Zweite, oh, spiel doch. Jawohl, Wondolowski, kein Abseits, Wondolowski mit dem dritten. Wenn ich 6 Tore mache, sind wir am Fahrwasser. Die Hälfte der Zeit ist rum, 3 Tore. 3 Tore, 3 Tore, 3 Tore. Wondolowski auf Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, Riyad Mahrez. Mit dem vierten. Orsic. Noch nichts gesehen heute von ihm. Noch nichts gesehen. Und da macht er ihn. Fünftes Türchen. Fünftes Türchen. Wer ist? Nein, Cunha. Zack, nach hinten auf Wondolowski. Oh, der Keeper hält. 5 Tore. 5 Tore. Das ist Blanc. Nein, es ist Blanc in der Mitte. Lol, nächste Chance bitte. Gönn, 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 gönn. Wer ist das? Das ist Cunha in der Mitte. Weil Wondolowski so langsam ist. Also ich krieg einen Freistoß. EA. Oh, und das kostet Zeit. Orsic, gönn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. 6 Tore, Leute, wir sind komplett im Fahrwasser. 3 Spiele, 18 Tore, lautet die Challenge. Wenn ich da heute die Challenge schaffe, sind es beim nächsten Mal, wir machen immer, ich würde sagen, plus 2. Beim nächsten Mal dann, bei der nächsten Buy for Sky Challenge, machen wir dann auch wieder den kompletten Sturm. Und ich muss mit dem kompletten Sturm dann 20 Tore machen. Wir steigern uns immer um 2 Tore, würde ich sagen. Um 1 Tor wäre zu wenig, wir steigern uns immer um 2. Genau, heute 18 Tore. Ich habe 6. Aber das heißt ja nicht, dass ich die Challenge jetzt schon geschafft habe, ne? Und wenn wir die Challenge nicht schaffen, dementsprechend minus 2. Das heißt, bei der nächsten Buy for Sky Challenge, also wir machen quasi so eine Art Serie mit in der 20 Uhr Folge. Jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal in der Woche kann man so eine Buy for Sky Challenge vielleicht mal einbauen. Wenn ihr natürlich Bock drauf habt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und falls ihr noch nicht Abonnent seid und hier reinschnökert, könnt ihr auch sehr gerne kostenlos abonnieren, um keiner meiner FIFA Mobile Videos mehr zu verpassen. 114er Team. Also dementsprechend auch ein Gegner auf Augenhöhe und somit habe ich auch jetzt nicht die Baba-mäßigen Chancen. Orsic, mein Freund. Orsic. Der ist so schnell, dass er sich den Ball immer wiederholt. Orsic und dann verliert er den Ball. 15 Sekunden gespielt für nix. 15 Sekunden gespielt für nix und Wondolowski, den musst du machen. Ich nenne das Kind beim Namen. Wondolowski macht ihn mit dem Kopf. 7. 7, 7, 7, 7, 7. Ach, Mann. Das ist einfach illegal hier. Das ist illegal, was hier passiert schon wieder. 7 Tore. Mahrez, den muss er machen. Riyad Mahrez, den muss er machen. Und den macht er. 8. Oh, Wondolowski, da habe ich eigentlich... Ja. Oh, Cunha ist das. Was soll ich denn jetzt machen? Wondolowski, jawohl, schön. Schön. 9. 9 Tore.
Wohin mit der Kugel? Jawohl, Orsic. Jawohl, Orsic. 10. 10, 10, 10, 10. Come on, Wondolowski. Wondolowski, mein Schätzchen. Wondolowski, 11. Leute, das ist echt nicht einfach, ne? Das ist echt nicht einfach. Orsic, ja, das ist riskant. Und das war nicht gut, dass ich das so geschossen habe. Orsic, okay, wenn er den reinmacht, sind wir komplett im Fahrwasser wieder. Wenn er den reinmacht und er macht ihn rein, wir sind bei 12 Türchen. 12 Türchen von unseren Männern hier. Orsic, Orsic in die Mitte. Auf Wondolowski, wir sind bei 12, Jungs. Wir sind komplett im Fahrwasser. Das heißt, auch im letzten Spiel benötige ich 6 Tore. Ich brauche im letzten Spiel 6 Tore. Ansonsten wird das hier nichts. Ansonsten habe ich die heutige Buy for Sky Challenge nicht geschafft. Manometer. Leute, was ist das hier? Was ist das für eine Spannung hier? Es macht absolut Laune, weil es halt auch nicht, sag ich mal, die Challenge ist nicht schon nach dem zweiten Spiel. Spielkind, deutsche Affen. Jetzt kriege ich auch noch einen deutschen Schwitzer. An der Stelle, Grüße gehen raus an Spielkind. Vielleicht siehst du die 20 Uhr Folge, weil deutsche, ich weiß halt nicht, deutsche Affen könnte sein. Vielleicht bist du ja Zugucker, stiller Zugucker hier. Der Hashtag PAX Army, der FIFA Mobile Army. Und dann schauen wir mal. 6 Tore. Ich zähle jetzt runter, Jungs. Ich zähle jetzt runter. Ich zähle jetzt nicht mehr hoch, sondern ich zähle runter. Lul. 6 Tore benötige ich noch. 6 Tore. Und Kunjal. Ich wollte zurückspielen. Ich wollte zurückspielen. Ich kriege einen Freistoß. Das läuft nicht gut. Das läuft nicht gut. Orsic. Orsic geht nicht vorbei. Ach du heilige Maria. Orsic geht wieder nicht vorbei. Eine Minute noch für 6 Tore. Eine Minute für 6 Tore. Orsic mit der Flanke auf Riyad Mahrez. Wichtig. 5 Tore. 5 Tore. Riyad Mahrez. Mahrez, Kollege. Wondolowski mit dem Kopf kriegt er nicht hin. Orsic. 4 Tore. Gönn. Wondolowski. Wondolowski, hau ihn einfach rein. Jawohl, 3. 3. Kunja, nein. Kunja mit der Hacke auf Mahrez. Mahrez, 2. 2. Ab ins Aus, gönn. Kunja, wieso immer Kunja, ich wollte rüberspielen. Ach nein, Wondolowski, nimm ihn an. Ach, Wondolowski ist zu langsam. Wondolowski, wenn er den jetzt reinhaut, mache ich ein Tor noch, tolle Chance, gönn. Nein, ein Tor noch. Ein verdammt normales Tor, Riyad Mahrez, in der allerletzten Sekunde schaffe ich das hier. Oh mein Gott, was war das für eine Challenge hier? Was war das für eine FIFA Mobile Buy for Sky Challenge? Ich glaube, das war die heftigste Challenge, die wir jemals aufgenommen haben in der 20 Uhr Folge. Jetzt mal no joke. Junge, Leute, wir haben es einfach in der allerletzten Sekunde geschafft. Da müsste es eigentlich ein Meme für geben. Irgendwie... Ich weiß es nicht, mir fällt nichts ein, Jungs. Was war das? Was war das denn, bitteschön? Ich bin jetzt hier raus. Das war's für die heutige 20 Uhr Folge. Es hat, Leute, wirklich absolut Laune gemacht. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen bin ich live, Montagabend. Und natürlich, die 20 Uhr Folge wird dementsprechend Montagabend eine Premiere sein. Also die 20 Uhr Folge ist eine Premiere und danach bin ich sofort live. Also könnt ihr euch darauf einstellen. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, ein restliches schönes Wochenende. Ist jetzt nicht mehr so lange. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.